Also Gurken schütteln ist ein ganz anderes Thema. So, 10,4 Kilo aus Österreich. Eine Zuschauereinsendung mit regionalen Köstlichkeiten aus der Region und vielleicht auch ein paar Sachen, die man auch bei uns hier in Deutschland bekommt. Hat zumindest die liebe Jasmin hier so draufgeschrieben, ein schöner handgeschriebener Zettel. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und für deine Einsendung. Und ich bin jetzt mega doll, groß, hardcore gespannt, was da alles drin ist. Österreich selber war ich zwar schon, aber was da so zu futtern gibt, das weiß ich auch nicht unbedingt. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Also wie gesagt, an der Stelle mal vielen, vielen Dank für deine riesengroße Einsendung. So, filmen wir ja. Ich würde sagen, die junge Frau bestellt auch bei Amazon gerne. Hä? Irgendwie kommt da auch noch was anderes oder hast du nur deine Pappe hier bei uns entledigt? So, jetzt habe ich mich vorgekämpft. Ja, das war's. Ich glaube, die Kiste ist ein bisschen zu groß für den Inhalt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber auf dem Zettel stand auch, entschuldige bitte, dass ich das für Füllmaterial reingesteckt habe, weil es sollte auch ganz ankommen. Aber jetzt ist halt nur noch die Hälfte gefüllt. Nur noch. So, fangen wir mal mit was anderem an. Gab direkt nochmal ein T-Shirt für mich. Das ist natürlich auch cool. Und sogar ein XL, das ist ja genau meine Größe. So, hat jetzt zwar nichts mit Essen zu tun. Eine Anekdote von Herr der Ringe, von Gandalf und dem Hobbit. Und das Ganze... Rick and Morty! Hat gar nicht so lange gedauert. Rick and Morty. Alter, ich stand hier auf dem Schlauch. Ja, auf jeden Fall Herr der Ringe und Rick and Morty, genau. Das ist Rick und das ist Morty und beide rennen sie weg vor dem Turm und der Drache kommt hinten auch an. Sehr schön. Auch danke dafür erstmal und jetzt packe ich es mal dahin. Jetzt geht's dann hier erstmal direkt los mit dem, worum es eigentlich geht. So, Kelly's Chips Pizza Margherita Style. Back to life. So. So sehen sie aus. Hm? Okay, jetzt bin ich ja gespannt. Schmeckt würzig, salzig. Ich würde es aber nicht sagen nach Pizza. Nee. Also schmeckt. Aber nicht nach Pizza. Also, oder ich esse auch keine Pizza Margherita. Ich esse gerne Pizza mit Geschmack. So Ananas oder Thunfisch. Und Pizza Margherita ist ja quasi eine nackte Pizza. Da ist ja nichts weiter drauf. Aber ja, gut. Ich hätte noch ein bisschen Füllmaterial. Wanna aus Wien. Linzer Keksi. Bodengetunkte Mürbekeks mit Ribisselkonfitüre? Ribisselkonfitüre. Ich kann es ja nicht mal aussprechen. Ja, wir machen es einfach mal auf. Kekse! Sag doch einfach mit Marmelade drauf. Ist doch viel einfacher. Die Konfitüre oben drauf ist sehr, sehr fest. Schmeckt ein bisschen zitronig, orangig. Ribisel-Konfitüre. Noch nie gehört. Was ist das? Muss erst mal nachgoogeln. Aber schmeckt. Hm. Jetzt sind wir. Gut. Für alle Nicht-Österreicher, das ist einfach nur Johannisbeere. Warum heißt das Ribisel-Konfitüre und nicht einfach Johannisbeer-Konfitüre? Sag mir das doch mal einer. Dass ich hier noch mit der Fremdsprache zu kämpfen habe. Hätte ich nicht gedacht. So. Flying Power Tropic Energy. Okay. Dann, Achtung. Oh, naja, war nicht so prall.
So. Das riecht aber schon mal fruchtig. Musik mit Tropic-Geschmack. Ah. Also quasi Tutti Frutti, nur tropisch. Also schmeckt halt fruchtig, aber halt nach allem. Aber schmeckt nicht schlecht. Also hat auch eine gewisse Süße. Das schmeckt halt auch natürlich nach ein bisschen nach so Energy. Okay, kannte ich auch noch nicht. Aber ich kaufe jetzt so eine Energy-Set jetzt auch nicht wirklich regelmäßig, weil mir eigentlich da mal ein bisschen zu viel Zucker drin ist. Dann haben wir hier feines Wiener Nougat-Konfekt Ildefonso. Zartschmelzend. Ildefonso. Okay, auch noch nie gelesen. Es wird definitiv auch aus Österreich kommen. Ich hoffe, dass ja dieses Eis oder dieses Konfekt besser schmeckt als das Eiskonfekt, was es bei uns zu DDR-Zeit immer gab. Aber hier steht jetzt Nougat. Oh, das dürfte definitiv was anderes sein. Das ist richtig Schicht-Nougat. Oh, das sieht gut aus. Oh, und alles so gleich. Wow. Da mag man gar nicht reinbeißen wollen. Ist jetzt anders als Viva. Heißt das Viva? Ja, ich glaube, ja. Hat einen anderen Geschmack. Schmeckt aber auch sehr, sehr lecker. Ist nicht zu kräftig, ist auch nicht zu süß, finde ich. Ist richtig gut. Ja, abgeschmeckt, abgestimmt, kann man das bei Schokolade auch sagen. Bei Nougat, ich denke mal schon. Das ist mal... Ja, doch. Das Konfekt lasse ich mir schmecken. Sehr geil. So, dann haben wir hier Ribisi. Ribisli? Hieß es so? Haben wir doch gerade Johannes Bär, oder? Ja. Ja, das ist Ribisli. Gut. Werde ich wahrscheinlich mein Lebtag nicht mehr vergessen. Frucht, Schokolade, Zartbitter, 52% Kakao. Hier steht halt eben drauf, was es ist. Warum nicht gleich so? Oh, das ist aber interessant eingepackt. Frucht und Sinne. Hat was Fruchtiges, auch so eine ganz leichte Säure von der Frucht. Dann kommt aber eher so die Bitterschokolade mit rum. Aber das schmeckt auch sehr gut. Ist jetzt auch nicht so süß. Gut, erste Zutat steht ja tatsächlich trotzdem Zucker drauf, aber okay. Ja, Zartbitterschokolade mit so einem leichten Fruchtanteil. Johannisbeere. Ja, das schmeckt auch gut. Gerade so, wenn das dann irgendwie alles weggeschmolzen ist im Mund. Sehr lecker. Ach, Marci, du wirst dich freuen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Cooken Grill, die soziale Gewürzmanufaktur, 100% Natur, Steak-Gewürzmischung. Unjodierter Salz, Pfeffer, Paprika, Tomatenflocken, Knoblauch, Zwiebel, Thymian, Piment und Vanille. Alle Arten von Steaks. Mal riechen, das kann ich leider jetzt nicht kosten, aber... Oh ja, das riecht sehr, sehr würzig. Gerade der Thymian kommt hier richtig kräftig raus. Oh, also das auf... Können wir leider im Büro nicht ausprobieren, weil da gibt es kein Steak und kein Grill. Aber das war's für zu Hause. Oder für die nächste Grillsaison. Mal gucken, wie lange das überlebt. Muss mal gucken, ob ich ein schönes Stück Fleisch hole. So. Hier haben wir noch Bio-Cashew-Kokos-Curry. Fettfreies Röstverfahren. Vegan und glutenfrei. Hier öffnen. Naja, ich mach's mal so wie immer. Sehen interessant aus von der Farbgebung. Also, ja, Curry ist ja ein Gewürz, hat halt immer so eine gelbe Färbung, daran erkennt man sie auch.
Ja. Oh, riecht nach Indisch. Oh. Das ist eine sehr interessante Kombination. Man hat natürlich in erster Linie den festen Nussgeschmack. Das Curry ist jetzt nur so nebenläufig mit bei. Kommt zum Schluss aber noch ein bisschen kräftiger mit rum. Also wie beim Inder, wirklich so, wenn man da so seine Curry irgendwas isst da. Also Currywurst wollte ich gerade sagen, aber beim Inder gibt es die wahrscheinlich nicht. Von der Kokos merke ich jetzt gar nicht so viel. Aber das Gesamterlebnis, sehr lecker. Oh, das ist mal was ganz anderes. Cool. Sehr, sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schön. Haben wir schon mal zwei Sachen, die mir richtig gut gefallen. Davon kriegst du nichts ab, richtig. Asiasa-Senf. Hausgemacht aus Oberösterreich. Schneiderbauer, Gewürz aus dem Innviertel. So schmeckt's nur daheim. Naja, wie siehst du, Österreich kriege ich auch noch hin. Es ist Senf. Okay. So, sieht irgendwie eher aus wie Apfelmus oder so. Wir nehmen jetzt hier mal die Löffelspitze einfach, die Rückseite. Ich würde jetzt nicht. Also, wenn mir das jetzt einer auf den Teller schmiert, würde ich sagen, das ist doch kein Senf. Jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt. Wir riechen erstmal kurz. Oh, riecht man aber nach Senf. Der ist auch süßlicher. Der schmeckt so ein bisschen wie der Senf von der Weißwurst, finde ich. Also, oh, aber doch, riecht auch genauso. Ich glaube, da gibt es gar keinen Unterschied. Ich glaube, die Bayern haben das nachgemacht von euch Österreicher, oder? Oder ist andersrum? Sehr schön. Kann ich jetzt auch nicht großartig ausprobieren, aber das ist schon mal toppi. So, hier haben wir dann Kokosrollen Taste the 50s. 6 Kokosrollen, 6 Kokosnuss-Coconut-Sticks, so rum. Sind die schon so alt? Taste the 50s. Okay. Die kenne ich auch absolut nicht. Und ich bin ja eher so der Schoko-Freund. Nehmen wir mal so ein Schoko-Dings hier. Also Kokos außenrum, dann wird es süßlich. Kann es aber gar nicht sagen, nach was das schmeckt. Also irgendwie schokoladig, aber so, das hat Kakao mit bei, ne? Und dann, das hier wird irgendwas anderes sein. Oder ist nur eingefärbt, ich weiß es nicht. Also es ist interessant, aber ich kann nicht sagen, nach was es schmeckt. Gefühlt schmecken beide irgendwie gerade gleich. Obwohl, das schmeckt ein bisschen schokoladiger. Okay. Jetzt von dem Weißen noch. Auf jeden Fall sehr süß. Ne, schmeckt irgendwie... Ist, glaube ich, nur unterschiedlich eingefärbt. Und ich glaube wirklich, in dem Braun ist noch ein bisschen Kakao mit drin. Und die anderen ist nur so Kokos, Raspel, Creme, irgendwas. Aber mehr zu einem Stängel kannst du, glaube ich, auch nicht essen. Das ist ganz schön süß. Okay, die kenne ich auch nicht. Kennst du die, ne, oder? Nee, noch nie gesehen. Also, wir sollten mal nach Österreich fahren zum Essen. Definitiv. So. Das mit den Gewürzen finde ich auch sehr, sehr geil. Hier scheint da nochmal irgendwie sowas zu sein. Gabis Genusskistel. Bio-Wildkräuter, ein Pesto. Also das kann man dann wahrscheinlich in Nudeln oder sowas mit dran machen. Wird jetzt wahrscheinlich dann auch deutlich strenger schmecken, als es dann natürlich vorgesehen ist. Ein bisschen ölig. Oh. Riecht schon gut. Ja, auch so ein bisschen. Hm.
schmeckt das mit dem Schokoladenkrams und der Kokosnuss ein bisschen komisch. Ich glaube, das muss man dann auch mal direkt so einzeln ausprobieren. Aber da muss ich erstmal zu Hause nachfragen, wofür wir das nehmen können. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber bestimmt irgendwie so auf Nudeln oder so wird das bestimmt schon gehen. Bio-Wildkräuter. Schmeckt aber auch schon mal ganz gut. So. Ist aber echt mit Liebe eingepackt hier, Mensch. Alle Flaschen einzeln hier. So, was haben wir jetzt hier? Kürbiskernöl, naturbelassen. Okay. Aus Österreich, direkt vom Bauern. Gut, jetzt Öl werde ich mir jetzt nicht reinpfeifen. Das ist dann eher zum... vielleicht zum Anbraten oder so. Oder einfach nur als Geschmacksträger dann auf den Salat. Lasse ich jetzt aber mal, weil Öl vertrage ich jetzt nicht immer ganz so gut. Weil ich auch nicht... Ja, ich weiß halt nicht, wofür ich es jetzt auch nehmen soll. Aber klingt erstmal gut. Aber dran riechen können wir natürlich noch. Sollen wir nicht vergessen. So, ja... Öl. Oh, das riecht süßlich. Das riecht richtig lecker. Ich würde es aber eher nicht auf Kürbis tippen, sondern so ein bisschen nussig oder so. Es riecht tatsächlich sehr, sehr einladend, aber ich möchte es jetzt trotzdem nicht kosten. Es bleibt erstmal dabei. So, dann haben wir jetzt hier Tortenecken Haselnuss. Triangle Wafer Haselnut. Haselnuss. Achso, hier ist auch so eine Aufrisslinie. Ah, da hat auch einer mitgedacht. Ich breche das jetzt trotzdem ab, auch wenn es eine Ecke ist. Man fühlt es. Also so ein Dreieck wäre das jetzt hier geworden. Und ja, Waffeln, Schokolade. Ich denke, das wird man in die Richtung so ein bisschen kennen. Schmeckt aber anders. So ein bisschen cremige Haselnussfüllung. Auch nicht zu süß. Halt die Waffeln, dann die Haselnuss-Creme-Füllung da. Das schmeckt. Auch gut. Oh ja. Kann ich auch natürlich dahin packen, genau. So, auf zum nächsten. Können wir nochmal was trinken. Ginger Beer, Mr. Ginger. Also Ingwer. Es ist ein Erfrischungsgetränk mit Ingwer-Zitronengeschmack. Also es ist jetzt kein Bier in dem Sinne, aber ich gucke jetzt hier gerade nach dem Alkoholwert oder Prozentsatz. Gibt es nicht. Also es ist halt ein Erfrischungsgetränk, steht auch drauf. Ginger Beer ist natürlich noch ein bisschen irreführend. So. Ich würde sagen, wir schütteln das mal so ein bisschen. Machen das auf. Kippen das hier jetzt in das Glas. Also mir ist schon wieder zu viel Sprudel drin. Ich mag das jetzt nicht unbedingt, aber es schmeckt schön nach Ingwer und zitronig, so wie es drauf steht. Also hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Brennt im Rachen auch so ein bisschen nach der Ingwer. Ja, ist auch ganz lecker. Und endlich mal einen Deckel zum Zuschrauben. Kriegt man das überhaupt hier zugeschraubt? Ich habe das noch nie gemacht. Twist and turn. Doch, geht. Ha, unglaublich. So, hier haben wir Adventlebkuchen, da siehst du, es passt doch. Mittlerweile haben wir schon den 7. Advent, wollte ich gerade sagen, den 7. Dezember. Also bei uns zumindest mit dem Abdrehen des Videos. Und es ist ein, ein Riesending. Das war ein großer Lebkuchen. Der Boden ist fest. Der ganze Lebkuchen fühlt sich aber ein bisschen trockener an. Aber ja, schmeckt nach Lebkuchen. Ich glaube, die schmecken alle gleich, oder? Oh ja, da jetzt noch einen Schluck Kaffee zu. Sehr geil. Achso, wir wollten es ja da einpacken. Zotter Classic Milchschokolade. Ich würde gerade sagen, es ist ein Lama, aber es sieht aus wie ein Bär. Bean to Bar. Bohne zu Riegel. Okay.
was in der Schokolade steckt. Kakaobaum, Rohrzucker, Kakao, Bergkuh. Haben wir die ganze Kuh reingemacht? Achso, nee, die Milch. Achso. Nehmen wir einfach mal so ein paar Bruchstücke mit raus. Sieht auch sehr interessant aus hier mit den Karos drauf. Reflektiert so schön. Im ersten Moment schmeckt das wie normale Milchschokolade, entwickelt dann aber so einen etwas anderen Geschmack, der, wie beschreibt man das? Der ein bisschen anders schmeckt. Also, er ist keine Erklärung, ich weiß, aber ich suche gerade den Hinweis, ob das irgendwie vegan ist oder sowas, weil dann würde es sich auch erklären. Weil ja dann andere Dinge drin sind. Also ich sehe es hier gerade Soja und ich glaube, das ist auch das, was dann so ein bisschen entsprechend anders schmeckt. Weil Rohrzucker, Kakaobutter, Vollmilch, Pulver, Kakaomasse, Magermilch und dann halt Soja-Lecithin. Ich weiß aber nicht, ob damit jetzt normale Soja mit gemeint ist, da bin ich jetzt tatsächlich raus, aber Fairtrade bedeutet biologisch und so, aber es hat ja nichts mit vegan zu tun. Ja, schmeckt auch. Also, aber hat, wie gesagt, so einen etwas anderen Geschmack. Also, ich kann es aber halt einfach nicht beschreiben. Geht so, na, nicht ins Bittere, aber schmeckt halt anders. Bio-Beeren in dreierlei Schokoladen. Okay. Ah, okay. Alles so aufruppen. Und das, wir haben das und wir haben noch was Dunkles. Und dann rollt hier noch ein bisschen was raus. Nehmen wir mal das Helle. Weiße Schokolade oder irgendwas Fruchtiges. Bisschen dunkle Schokolade, fruchtig. Es könnte Erdbeer gewesen sein, so ein Stück zumindest. Was soll es denn überhaupt sein? Gefriergetrocknete Himbeeren in Zartbitterschokolade, gefriergetrocknete Heidelbeeren in weißer und lila Schokolade und gefriergetrocknete Erdbeeren in Vollmilchschokolade. Siehst du, wenigstens die Erdbeeren habe ich dann wirklich erkannt. Und mit den Himbeeren und mit den Heidelbeeren und so, da tue ich mich eh mal ein bisschen schwer. Aber ist interessant. Also auch wenn die Stücken ja so ein bisschen klein sind oder so, aber irgendwie hat das was. Aber gefriergetrocknet bedeutet ja auch, die sind ja quasi von Feuchtigkeit entzogen und sind ja dann noch entsprechend kleiner. Oh, na endlich, Gürkchen. Peppis Piccolo Gurkel. Das ist irgendwie Genussland Österreich, Landwirtschaft. Das sieht auch aus wie irgendwie von so einem kleinen privaten Laden irgendwie. Flüggemeiers Bio Originale. Also die wird man da mit Sicherheit nur in der Region bekommen. Warum schüttel ich das eigentlich? Schüttelt man Gurkenfeuer? Gurken, geschüttelt, aber nicht gerührt? Also Gurkenschütteln ist ein ganz anderes Thema. Nee, das wäre die Gurke schütteln, ist ein ganz anderes Thema. Das sind Gurken. Du missverstehst da was. So, dann piekst du mal halt in die Gurke rein. Also halt eingelegte Gurken. Also, ja. Bei den Gurken an sich fehlt mir aber noch ein bisschen so Geschmack irgendwie. Es schmeckt jetzt halt im Prinzip nur nach dem Wasser, wo die drin schwimmen. Ich kann es aber nicht genau beschreiben. Also ein bisschen säuerlich, ein bisschen leicht bitter. Irgendwie ein paar Pfefferkerne sind hier mit drin oder sowas. Ja, auch gut. Echt bunt gemischt hier die ganze Kiste. Wahnsinn. So. Dann haben wir hier Sonnentorfrüchtchen, Bio-Fruchtgummis, Bio-Bängelchen. Also ist wahrscheinlich für die Kinder. Und das Ganze ist vegan. Ah ja, okay, jetzt bin ich ja gespannt. Upsala. Ach, siehst du, dann können wir mal gleich zwei, drei nehmen. Ein bisschen bissfest. Schön fruchtig. Kleben so ein bisschen in den Zähnen.
Also ein bisschen Zitrone, glaube ich, gerade. Ja. Und jede Farbe ist auch so eine eigene Fruchtsorte, die ich natürlich wieder nicht erraten kann. Aber also die Konsistenz ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ist jetzt kein Gummitier, was so nachgibt, sondern das ist so ein bisschen fest und dann ist es so, wie, ich sage es mal, wie so eine Silikon, was man durchschneidet. Es ist ja so fest und dann rutscht das plötzlich einmal durch. Schmeckt trotzdem auch ein bisschen süß. Fruchtig. Jo, sehr lecker. Also schmeckt es nicht irgendwie auch künstlich. Also man merkt nur einfach, so der Gummi ist ein bisschen, der Weingummi ist halt quasi so ein bisschen anders. Oder die Fruchtgummis. Ui, ach du Heilige. Rum. Inländerrum mit 38 Umdrehungen. Original Inländerrum mit einer traditionell österreichischen Spezialität. Er wird nach einem streng gehüteten Rezept in der höchsten Güte hergestellt und eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Tee, Punsch, Longdrinks und Dessert. Desserts, Büßen, Nachspeisen. Tja. Da brauchst du jetzt kein extra Glas, ne? Nee, genau. Also der riecht süß und sehr kräftig. Und ich glaube, da muss man tatsächlich, ich nehme mal so einen ganz kleinen Tropfen mal ganz kurz kosten. Aber ich denke, da kann man jetzt gar nicht so viel einzeln trinken. Doch, könnte man auch so trinken, aber schmeckt schon eher wie so ein Geschmacksträger. Also der dann wirklich so als wie es hinten draufsteht, dass man halt einfach das so in zum Verfeinern von Tee oder irgendwas einfach noch ein bisschen den Geschmack mit reinbekommt. Ist vorne rum auch noch ein bisschen wässrig. Wird dann ein bisschen kräftiger. Eine leichte Süße ist mit drin. Aber auch nicht schlecht. Aber ist jetzt, glaube ich jetzt, weiß gar nicht, ob das ein teurer Rum ist. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber okay. Kann man das auch mal. So, wollen wir jetzt noch mal zum Nachspülen. Zuckerwatte. Jetzt bin ich ja gespannt. Zuckerwatte. Okay. Zuckerwatte. Hm. Ich würde sagen, es sieht erst eher nach einer Erdbeere aus. Es riecht irgendwie süß. Schmecken jetzt flüssige Zuckerwatte? Wahrscheinlich genauso. Kann ich nicht. Also. Es hat so einen fruchtigen Touch, aber ist eher wässrig. Schmeckt so minimal nach Energy Drink. Aber auch das ist zurückhaltend. Es hat so eine ganz leichte fruchtige Note irgendwie. Oder eine zuckrige Note vielleicht auch, aber das ist so schnell weg. Ich würde sagen, es geht so in Richtung Erdbeer oder sowas. So ganz leicht. Oh, durchlesen, vielleicht steht da doch was drauf. Wasser, Zucker, Glucose, Sirup, Kohlendioxid, Taurin, Säure, Zitronensäure, Säure, Blablabla, Koffein, Vitamine, Blase, sowieso ein paar, das hast du nicht gesehen. Aroma, Farbstoffe, Riboflavin, Antihassen gesehen, Beta, Apo, Carotina. Ah, Junge. Keine Ahnung, es schmeckt auf jeden Fall nach irgendwas, ich weiß aber nicht nach was. So, die Mana-Waffeln. Mana. Haselnuss. Die brauche ich eigentlich gar nicht aufmachen, weil ich glaube, die kennt eigentlich so ziemlich jeder. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, müsst ihr die unbedingt mal kaufen, weil die sind sehr lecker. Auch hier ganz normal quasi so Waffelstücken. Ne, und da drin halt im Prinzip die Füllung von Haselnuss. Also da kannst du nicht nur einen essen, da musst du alle essen. Das ist der beste Mitarbeiter im Haus. Und kriegt die wenigste Kohle. Bitte?
Und wird am schlechtesten bezahlt hier. Na ja, nicht, aber der kriegt kostenlos Krümel. Also, meine Waffeln. Zum Schluss entwickeln die noch ein bisschen Süße, schmecken wirklich schön nach Haselnuss, haben den Waffel-Crunch und so weiter. Sehr lecker. Also wenn ihr sie nicht kennen solltet, unbedingt einfach mal reinschauen. Kann ich nur empfehlen. So, was haben wir denn jetzt hier? Halsfreund, wohltuend und beruhigend bei Husten und Heiserkeit. Kräuterbonbons mit Waldhonig gefüllt. Mit natürlichem Salbei. Ja, ich habe gerade keine Halsschmerzen, deswegen lege ich die mal beiseite. Weil das würde jetzt auch wieder zu lange dauern, die durchzukosten. Aber das mache ich noch. Ja, der Winter kommt ja noch. Hier haben wir noch Haselnuss-Ecken. Um Ecken besser. Jetzt bin ich ja gespannt. Pischinger seit 1849. Hier haben wir da Linie zum Aufreißen. Zerstörte Haselnuss-Ecken. Könnte auch eine Pizza sein. Okay. Vollmilchschokolade. Dann ist da drin auch Waffeln und halt eine Haselnuss. Ich weiß gar nicht, ob die selber mit Haselnüssen schmecken, nach Haselnuss schmecken oder ob das jetzt quasi obendrauf Nüsse sind, die dann quasi nur mit verteilt sind. Upsala. Aber schmeckt. Also die Schokolade schmeckt wie so von so einem Eis irgendwie. Ja, auch nicht schlecht. Pack das mal hin. Esse ich dann später noch. Du kommst da hin. Gemundener Schlossortkugeln. Zarte Edelbitterschokolade gefüllt mit erfrischenden Orangen, Marzipancreme auf feiner Trüffelcreme. Also Marzipancreme auf Trüffelcreme. Und das Ganze mit Orangenmarzipan. Junge, Junge, Junge. Die lassen sich was einfallen. Ja, den kenne ich hier, die Mozartkugeln, ja. Sind das auch von denen oder was? Okay. Nehmen wir direkt mal den aus der Mitte. Sieht jetzt eher aus, als wäre das Minze oder sowas. So wie After Eight. Weil grün suggeriert das Ganze jetzt so ein bisschen. Sehen aus wie die Halorenkugeln. So ein bisschen. Sehr cremig. Sehr orangisch. Aber so wie das jetzt hier gerade zusammengeführt wird, den Geschmack kennt man auch. Also gerade der Orangencreme-Füllungsmus, da was auch immer das ist, das schmeckt wie. Da gibt es auch so eine Art Kekse mit so einer Orangenfüllung. Weißt du, wie die heißen? Ja, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich weiß, welche du meinst. Genau so schmecken die jetzt auch gerade irgendwie. Oh, verdammt lecker. Oh ja. Schön. So, Naschkatzenhonig, der Wald- und Blütenhonig für große und kleine Naschkatzen. Ja. Denn, komm mal ran hier. Mal hier ein bisschen Honig drauf. Schmeckt nach Honig. Wer hätte das gedacht? Jo, ich würde sagen, ja, schmeckt nach Wald- und Blütenhonig, aber ich kann es nicht beurteilen, für mich wäre das jetzt einfach nur Honig. Da bin ich völlig raus, weil ich esse Honig total selten. Aber der ist auch lecker. Sehr schön. Oh, Kürbiskerne mit Chili. Traunstein Kernhol, Wiesinger. Muss ich die jetzt noch knacken? Nee, Quatsch, die kann ich so essen. Ja, okay. Ah ja, okay, da sieht man es ja. Okay. Wenn man davon mehr isst, dann merkt man da vorne auf der Zungenspitze direkt die Schärfe. Und ansonsten schmeckt es nach lecker Kürbiskerne. Sehr geil. Das gefällt mir auch. Das müsste ich eigentlich zu den anderen packen, die mir richtig gut gefallen haben. So, langsam wird's herzhaft. Oh. Wydjan, das Beste aus der Natur. Wildschwein.
Okay. Zweite Brust dran. So. Riecht geräuchert, streng. Relativ viel Fettanteile noch mit drin. Kräftig, wurzig und verdammt lecker. Alter Schwede, richtig gut. Da kriegst du auch nicht von ab. Das ist mir klar, aber ich bin dir auch dankbar, wenn alles was weg ist. Richtig super. Oh ja. Ein bisschen fettig, ölig noch, aber die Würste selber gar nicht so, die sind gut abgehangen. Oh ja. Richtig gut. Kekse mit Sinn. Gibt es denn Kekse mit Unsinn oder was? Ohne Sinn? Starker Bär Bio-Dinkelkeks. Reiche naturrein Hafer und herzhafter Schokolade für starke Bären. Wir stellen diese Kekse in liebevoller Handarbeit mit Bio-Urdinkel aus Österreich her. So. Mal ein, zwei Kekse raus. Ne, Bären meine ich. Aus Urdinkel, okay. Sieht das aus wie ein Mannekicken, aber nicht wie ein Bär. Oder der Bär ist überfahren worden oder so, nur ein Bettvorleger, kann auch sein. Ja. Zum Schluss wird es ein bisschen mehr, aber es schmeckt leicht nach Schokolade, ist ein Keks, crunchy und schmeckt halt ein bisschen vom Keks her, von der Masse ein bisschen kräftiger. Also da merkt man, dass dann da anscheinend wirklich dieses Bio-Urdinkel drin ist. Ob das jetzt sich tatsächlich im Geschmack auswirkt, weiß ich nicht, aber das ist auch interessant. Hafervollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, Rohzucker, Sonnenblumenöl, Shea Butter, Schokodrops. Doch, doch, die sind auch geil. Ja. So, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Wir haben jetzt hier noch Kürbiskerne mit Edelbitterschokolade. In dieser Art und Weise wird es die bei uns auch geben, würde ich jetzt mal behaupten. Kommt mir jetzt nämlich nicht gänzlich unbekannt vor. Wir nehmen jetzt hier so ein, zwei Nüsse. Nüsse, genau. Kürbiskerne, immer noch. Und direkt rein damit. Schmecken auch gut. Mit der Edelbitterschokolade ist es natürlich bitter. Dann hat man im Prinzip den Kürbiskern. Ich persönlich mag dann eher die normalen naturbelassenen Kerne oder halt im Prinzip mit dem Chili. Finde ich besser, weil jetzt kommt halt noch so die Süße mit rum und ich finde, das passt irgendwie nicht so zu den Kürbiskernen. Aber so schmeckt schon gut, aber es ist halt wirklich edelbitter. Also man merkt, es ist ein hoher Schokoanteil. War das so? Ich glaube, es war so, ne? 70% Kakaoanteil, siehst du, ja, da haben wir es ja. Ja, also ist schon eher so eine sehr kräftige Note. Aber kann man auch gut wegschnabulieren. Das kommt auch dahin. Knabbernossi, Classic Duo. Okay. Sieht interessant aus, die Wurst. Das ist so, plip, plip, abgeschnitten. Eine weiche Haut. Eine leichte Würzchenbrosch. Eher so ein bisschen naturbelassen fast. Jo. Rindfleisch, Schweinefleisch, Schweinespeck, Nitropökelsalz. Geschmacksverstärker, ein paar Gewürze, Rauch, Rauch ist mit drin. Die ist lecker, ne? Ich hab den Mund voll.
Hm? Cool. Ich glaube, die würde sich bei uns auch gut verkaufen. Oh ja. Oh. Die Peck Brothers. Berthold Alexander Bogenland. Steak Snack. Kann ich das dann jetzt drauf machen? Das Steak-Gewürzmischungspulver? Wahrscheinlich nicht, aber jetzt bin ich ja gespannt. Gut, es riecht erstmal nach Trockenfleisch. Ach hier, komm. Drei Streifen, was soll das? Was soll der Geiz jetzt hier? Ist eher pur, also schmeckt nach Rind, hat jetzt nicht allzu viel Würze, ist halt eben getrocknet. Ist auch wirklich nicht viel Gewürz drin, also ist wirklich das Rindfleisch, Salz, Zucker, Rosmarin und ein paar Gewürze, aber halt eben relativ wenig. Und krass ist auch, hier oben steht auch im Prinzip, ist ja eine 30 Gramm Packung. Und dass das im Prinzip aus 66 Gramm frischen Rindfleisch entstanden sind. Also es ist ja mehr als die Hälfte, die quasi dann da quasi sich verringert, weil die Feuchtigkeit einfach rausgeht. Aber es ist sehr lecker. Oh ja. Toll, 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 toll. Aber naja, viel ist auch nicht mehr drin. So, Blaschke Kokoshuppel. Die kleinen Feinen für zwischendurch. Ein Kokos. Kuppel, nicht Huppel. Naja, richtig lesen kann er auch nicht mehr. Bestimmt der ganze Zucker. Kokoskuppel. Ah ja. Okay, ist jetzt glaube ich so ein bisschen so Weihnachtsgebäck oder so. Das kommt mir jetzt auch bekannt vor. Sieht jetzt irgendwie aus. Riecht auch so, als wenn man es kennt. Hm? Ja. Unten so eine Waffel, ein bisschen Schokofüllung und dann hast du quasi den Kokosturm. Schmeckt ein bisschen nach Rum. Irgendwie. Und ansonsten nach Kokosnuss und Schokolade. Kokos. Bio-vegan, die Kraft der Datteln in einer Rolle. Okay. So, sieht interessant aus. Könnte auch irgendwie so eine Salami sein, die sehr dunkel geworden ist. Hat einen herben, bitteren Geschmack leicht von den Datteln. Ist bissfest, es wird gefühlt ein bisschen mehr. Da kommt noch ein bisschen so rum. Ein bisschen Süße kommt auch mit rum, aber nicht viel. Boah. Ach, Kokosflocken sind mit drin. Ah, okay. Irgendwie hat man das letztes irgendwo schon mal. Kommt mir sehr bekannt vor. Also schmeckt halt nicht schlecht. Aber es ist halt auch gefühlt, ja, einfach so ein bisschen bitter, das Ganze durch die Datteln. Zucker ist jetzt hier auch nicht so, also ist, ohne raffinierten Zucker zumindest. Zucker ist auch nicht drin, also es schmeckt halt auch nicht süß und hat immer noch so einen bitteren Abgang. Also das, glaube ich, mag auch nicht jeder. Okay. Erfrischungsgetränk mit 4,5%. Church Hams, Cranberry Made oder Mate. 2017. Ich bin Church Hams, die revolutionäre Ziederkreation aus dem Salzkammergut für abenteuerlustige Genießer. Hört, hört. Ja, Zieder ist doch hier so Apfelwein, oder? Ne, nee, wollte ich gar nicht so viel reinmachen. Ich glaube, sowas trinke ich eigentlich gar nicht.
Apfelwein. Lecker. Nee, ist. Boah, nee, ist überhaupt nicht meins. Ist halt sprudelig, säuerlich irgendwie. Deckel kriege ich auch nicht mehr drauf. Oh nee. Und dann irgendwie. Bäh. Bäh. Nee, ich suche mal was anderes raus. Mails Red Hot Seco. Obstweinhaltiges Getränk. Ja, das ist doch bestimmt genau sowas, was da jetzt auch nicht so meinen Gaumen munden wird. Das ist schon so komisch verschlossen, ja. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie eine Fanta oder irgendwas. So eine exklusive österreichische Fanta. Das wäre es gewesen jetzt. Ach, nehmen wir einfach mal die Tasse jetzt. Da sieht man zwar jetzt auch nicht unbedingt, was da reinfällt, aber. Einen Schluck hier. Weinhaltiges Getränk. Ja. Rotwein, Weißwein, damit kannst du mich komplett jagen. Oh, nee. Ich kann nicht mal beschreiben, nach was es schmeckt. Das ist für mich einfach nur bäh. So richtig, also da hast du so irgendwie eine Fruchtnote im Hals und irgendwie vergorenen Alkohol und so, irgendwie, das ist so gar nicht meins, da komme ich gar nicht ran. Trotzdem danke. So, ne, wir haben hier noch mal eine kleine Pulle, vielleicht wird es hier besser. So, Peda Cola, Kiss Me Quick and Go, aha, Bio Cola Strauch Sirup, 1:8 verdünnen, okay, das kann ich gar nicht trinken. Klar. Geschüttelt und eiskalt gespritzt, genießen nach dem Öffnen, kühl und dunkel lagern. Ich hol dir mal eine Flasche Wasser. So, okay, also ein bisschen Wasser hergezaubert. Jetzt müssen wir das 1:8 vermischen. Keine Ahnung, wie man das dann ermessen soll. Na, Pi mal Daumen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles klar, also ungefähr so viel. Das war clever, oder? Mega. So. Also, ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh, es riecht aber gut. Da kann, glaube ich, sogar noch einen Schluck mehr rein. Ja, was soll das? Rübenzucker, Wasser, Auszug aus Zitronen, Cola-Strauch, Gewürz. Also, es ist jetzt kein Cola-Getränk, aber oder geht doch trotzdem irgendwie vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne das absolut gar nicht. Aber Cola-Strauch muss ja was bedeuten. Also so eine Zitronennote, bisschen süßlich, erfrischend, kalt. Also ist gut, das liegt am Wasser, aber. Fruchtig irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das jetzt doch so ein bisschen wie Club Cola oder so, ganz leicht. Das riecht auf jeden Fall nach Cola. Kommt dann auch die Mate so ein bisschen durch? War das mit Mate? Nee, das war das ohne. Das war das davor. Dann aber schmeckt raus. Ja, das schmeckt auf jeden Fall lecker. Also. Ja. Cool, was es nicht alles gibt. Peda Cola. Aber es muss, ja doch, es soll dann anscheinend wirklich nach Cola schmecken. Also, ich weiß jetzt nicht, wie normale Cola hergestellt wird. Ob da jetzt auch ein Cola-Strauch mit reingefallen ist und dass das deswegen nach Cola schmeckt oder weil Coca einfach Cola heißt und früher Koks drin war. Weiß ich nicht. Also tatsächlich habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber wenn das auch mit so einem Cola-Strauß, kann das ja jeder machen. Du kaufst dir so einen Cola-Strauß, hältst dir das Wasser rein, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker rein, dann fertig. Aber das ist interessant. Cool. Was es nicht alles gibt. Ja, doch, sehr lecker. So, genug getrunken. Jetzt essen wir mal wieder was. Die Lust am Naschen. Heindl. Wiener Krachmandeln. Eher Crackmandeln, weil die zerkrackt sind, zerkrackt sind. Mal gut. Es sind jetzt wahrscheinlich auch Bonbons eher. Sehen echt fragwürdig aus. Also wie als wäre irgendwas draufgefallen. Oder als wäre die schon auf der heißen Herdplatte oder so gewesen. Also. Und eine Mandel? Oh.
Tatsächlich ist hier eine Mandel drin gewesen. Schmeckt nach Karamell und sowas. Karamell, Haselnuss irgendwie. Ah ja, Haselnüsse, Soja, Vollmehl, Kakaomasche. Okay. Schmeckt so voll nach Weihnachtsmarkt. Das ist immer auch cool. Okay, auch noch nie gesehen, aber ist halt wahrscheinlich, ja, in Wien war ich selber auch noch nicht. Liegt vielleicht daran. Aber das ist, aber es klebt ordentlich in den Zähnen, ist auch ordentlich süß. Aber schmeckt so voll nach Weihnachten irgendwie, so weihnachtsmarktmäßig irgendwas. Nett, 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 nett. Aber erstmal hier damit nochmal nachspülen. Apfelmus mit Heidelbeeren. Also man sieht auch die Unterschiede in der Farbgebung. Apfelmus und wahrscheinlich unten die Heidelbeeren. Muss man das eigentlich so schütteln, oder? So, einmal alles rausholen da. Oh, säuerlich. Alles andere als süß. Fruchtig. Ich würde es aber, ist also auch ein säuerlicher Apfel dann auch. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet. Aber, sag mal, wenn man das dann hier irgendwie so auf Eierkuchen macht oder so, wird mit Sicherheit auch trotzdem gut schmecken, aber ist halt eben auch nicht süß. Weil normalerweise ist Apfelmus ja immer ein bisschen nachgesüßt, also gibt natürlich auch ungesüßten, aber ja, mal was anderes. Aber ich glaube so, für Eierkuchen ist das echt eine gute Mische. True Love, Kokos Goji. Das klingt irgendwie japanisch. Handgemachte Bio-Naturriegel. Kokos auf jeden Fall. Sehr lecker. Also Kokosnuss ist nicht so dominant. Schmeckt ein bisschen süßlich. Ist angenehm zu kauen. Fruchtig. So Weizen, das wird wahrscheinlich auch noch mit drin sein. Mandeln sind auch mit drin. Cranberries, Reismehl, Goji-Beeren. Oh, das ist lecker. So, da haben wir nochmal True Love, Dinkel und Ananas. Das klingt auch sehr sportlich. Das ist auf jeden Fall nicht so fest, sondern ein bisschen weicher. Fällt irgendwie halb auseinander. Ja, das schmeckt jetzt eher durch das Dinkel, ja, weiß nicht, Dinkelweizen, schmeckt es ein bisschen strenger. Ist es nicht so süß, hält sich eher zurück. Ist ein bisschen anstrengender zum Kauen. Also es schmeckt eher so nach Feld, also da wo so Weizen und so Kram drauf wächst. Also so eher so wieder so ein normaler Riegel. Das der hier oben mit dem Kokos und Goji ist da deutlich interessanter. Dreh- und Trinkkirsche. Dann machen wir das. Dreh und Trink. Kirsche, ja. Knupperkirschen, aber die schon zu lange am Baum hängen. Die so sehr, sehr dunkel sind. Also die man eigentlich dann nicht mehr unbedingt isst, weil sie so einen kräftigen eigenen Geschmack haben. Du weißt, glaube ich, was meine, ne? Sind die denn echt sauer denn jetzt, oder? Nee, die schmecken einfach so kräftig, so kurz vorm Schlechtsein. Naja, vielleicht sind ja noch ein paar Prozent Promille mit drin. Für ein Kindergetränk, ja. Also so würde ich das jetzt einordnen. Also es schmeckt jetzt nicht frischkirchig, sondern eher so altkirchig. Kirchisch, schisch, kipp. Aber es ist Kirsche, das stimmt schon. Aber sind so die großen, dunklen Knupperkirschen,
Und die haben halt, finde ich, so einen eigenen kräftigen Geschmack. So. Soll ich mal was sagen? Was denn hier? Ach, siehst du, für Pina, nee, Pina Cola gibt es noch ein Rezept. Auch nicht schlecht. Mit Pina Cola Sorbet. Das Original. Na, schön. Aber eins haben wir noch und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und jetzt haben wir die Schadnerbombe. Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. Orange. Gut, das kann ich dann, glaube ich, auch direkt aus der Pulle süffeln. Das sieht man. Orange. Auch mit Sprudel drin. Eher wässrig Orange. Nicht so süß. Ja. Auch sehr angenehm. So, Wahnsinn. Wahnsinn. Riesenpaket. Unglaublich viel drin. Auch vor allen Dingen viele, viele, viele Dinge, die wir noch gar nicht kannten. Oder die einfach, so wie hier die Johannisbeer-Kekse, einfach einen Namen haben, den wir noch nie gehört haben, weil das ist halt einfach absolut regional. Das kann man auch gar nicht wissen. Und manche Dinge, so die Manna-Waffeln zum Beispiel, die man halt kennt. Aber ja, mega. Also ein super, super tolles Paket. Genau. Vielen lieben Dank, Jasmin, für dein mega tolles Paket. Wir haben es doch noch dieses Jahr geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Ja, ich will es dann kurz fassen. Danke, vielen, vielen, vielen Dank dafür, fürs Zusenden. Und ich hoffe, alle, die zugeschaut haben, die haben genauso Spaß dran gehabt. Und folgt uns gerne auf Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, Facebook, Nerd7 Tech, unseren Zweitkanal, beziehungsweise Best of Nerd7, unseren Drittkanal. Schaut gerne vorbei, abonniert, lasst einen Daumen da, kommentiert und unterstützt uns. Danke, bis dahin und tschüss.